Manche Brüder fixen, manche Brüder laufen, manche Brüder sitzen wegen Überfällen oder wegen Dealen. Ich geh jetzt einen anderen Weg, Leute, das ist KDB. Wir reden jetzt von einer, Zeit, die schon ein bisschen weiter zurückliegt. Ich meine, die sogenannte alte Garde. Und damals war das halt so, dass gewisse Ehrenregeln da waren, dass man gewisse Kodexe hatte, so, wo man danach gelebt hat, dass ein Ober, also Pate da war, der die Sachen auch geklärt hat. Ja, mittlerweile hier insbesondere in Köln hat die Polizei halt da ziemlich viel aufgeräumt. Viele sind halt ins Gefängnis gewandert, viele Freunde von uns. Und ja, in der Hinsicht, also es ist mittlerweile so, es wird eine falsche Politik gespielt und es läuft alles so immer auf Politik hinaus, aber so gerade Jungs, so gibt es nur noch sehr, sehr selten und die finde ich eigentlich überwiegend halt auch in meiner Umgebung, wo man noch halt nach diesen Werten lebt. Eigentlich kann ich nicht mehr viel dazu sagen, euch hat schon alles perfekt dargestellt, weißt du so. Die Jungs eigentlich, wir geben ihnen das mit, wir geben ihnen einfach ein neues Bild, was euch gesagt hat, was früher schon da war, aber wir sagen den Leuten so, guck mal, es ist da, ihr müsst mal die Augen aufmachen, weißt du, so, und darum geht es. Macht einfach die Augen auf, schaut nicht weg, weißt du. Und für einen Kölner ist das eine Ehre, weißt du, so, ein Kölner schaut nie weg, ein Kölner greift immer an, weißt du, so, hilft schwachen Leuten. Und, weißt du, und die Jugend muss das heutzutage lernen, den Schwachen mal zu helfen, weißt du, so, und nicht noch weiter draufzutreten. Weil im Moment ist es mit der Welle mitzuschwimmen, weißt du, so, aber man muss auch ein bisschen Rebell in sich selber noch drin sein und seinen Stolz und seine Ehre bewahren können, weißt du so. Ja, was würdest du sagen, wir kennen uns mittlerweile jetzt 10, 12 Jahre, wir sind zusammen aufgewachsen. Ich sag mal so, mittlerweile ist Ötsch meine bessere Hälfte. Er ersetzt die Lücken, die ich nicht hab, sag ich mal so, weißt du. Und das Ganze basiert dann auf einer Freundschaft, auf Vertrauen ist das Ganze aufgebaut, weißt du. Und wie schon gesagt, wir leben nach dem Vatu-Stil und bei uns heißt es, wenn man Vertrauen hat, dann sollte man auch danach leben und die Regeln auch weißt du, beachten. Und das ist bei uns sehr wichtig. Wir streiten uns jeden Tag. Jeden Tag streiten wir uns. Es geht schon manchmal in das Diverseste, weißt du so. Ja, aber wie schon gesagt, man ist zusammen aufgewachsen, man hat diese ganze Zeit erlebt, man streitet sich heute, weißt du so. Wir haben uns schon geschlagen, weißt du so. Diese Zeiten kommen auch mal vor, wo wir aufeinander eingehen, aber das ist einfach der Wutabbau. Am nächsten Tag sehen wir uns wieder, küssen uns und sind wieder Brüder, weißt du so. Und das ist bei uns wie bei Brüdern. Brüder schlagen sich auch in guten Zeiten und wie in schlechten Zeiten, halten aber zusammen, weißt du. Und so ist das bei uns eigentlich aufgebaut. Wie gesagt, Vato, also ursprünglich kommt das ja aus dem südamerikanischen Bereich. Und zwar sind das ja diese Einsiedler in Amerika, insbesondere in L.A., die Mexikaner, Hispanos und so. Und da gab es halt diese Parallelen, wo wir damals so halt gesehen haben, aha, das passt irgendwie zu unserem Lifestyle, weil die sind ja auch unter diesen Umständen rübergewandert, wie unsere Eltern damals hier nach Deutschland, haben sich dann in der Gesellschaft, müssen sie sich zurechtfinden, was für sie damals fremd war, aber mittlerweile ist es halt nicht für uns fremd, mittlerweile ist es ja unsere Gesellschaft. Und ja, wir haben uns dann halt mit denen identifiziert. Deren Lifestyle hat uns sehr gefallen, vor allem mit den Lowrider-Sachen, diese West Coast-Geschichten und so, weißt du, und das hat uns ziemlich imponiert und wir haben gesagt, so, wir leben hier eigentlich danach, also können wir uns auch Vato nennen. Wir hatten schon immer die Liebe zur Musik gehabt, wir haben uns damals ein Studio aufgebaut, haben gesagt, okay, komm, wir versuchen das Ganze, das war für uns zuerst ein Hobby und von Zeit zu Zeit haben wir immer mehr Gefallen dran gefunden. Wir sind mittlerweile professionell dabei, wir haben alles selber gemacht bisher, was wir gemacht haben, weißt du so. Wir haben jetzt unsere eigenen Kameraleute, eigene Filmleute, wir drehen unsere Videos selber, weißt du so. Und das ist schon, sag ich mal, innerhalb von 2 Jahren ein großer Schritt, den wir gemacht haben. Und das ist unserer Meinung, deswegen sagen wir auch, wir werden mit dem neuen Album neue Maßstäbe setzen. Weil innerhalb von 2 Jahren, glaube ich, hat das noch keiner geschafft in Deutschland. Rap über Yeo ziehen und denkt, das ist kredibil. Das ganze Land kennt uns ohne Label Deal. Egal wie viel, ich bin einfach kredibil. Nord, Rhein, West, mir bedeutet diese Gegend viel. Für viele negativ, aber sie ist kredibil. Ich freue mich auch, dass Köln mal richtig jetzt was zu bieten hat, weißt du. Wie schon gesagt, nicht nur in Berlin gibt es gute Musik. Köln ist am Kommen, weißt du so, und das begrüßen wir natürlich. Also, es hat begonnen schon damals, wie Berro auch eben gesagt hat, wo wir damals halt auch Rap-Musik gehört haben, war das überwiegend halt West Coast Mucke, sei es jetzt Doc Pound, Tupac, Dr. Dre, Ice Cube, Snoop Dogg. Das war halt die Garde damals, womit wir aufgewachsen sind. Das haben wir prompt auf uns projiziert. Und da wir auch in Westdeutschland leben, also ziemlich im Westen, Köln ist ja eigentlich überhaupt die Vorzeigestadt, was Westside angeht.
Und überhaupt die Mentalität hier von den Leuten hat auch Parallelen zu dieser West Coast Sache nach LA und so, das, dieses Herzliche, man ist so untereinander verbrüdert und so, und das sieht man halt im Osten nicht, jetzt sprich Berlin, weil da sind die Rapper eher untereinander verfeindet. Was wir jetzt hier aufbauen, ist eine Dachgesellschaft, und zwar, da gibt es auch mehrere halt Synonyme dafür, jetzt in diesem Fall auch Nordrhein-Westside, wo wir halt gewisse Camps miteinander verbinden, sei es jetzt der Pott, sei es jetzt hier in Köln die Rapper, sei es, jetzt haben wir auch halt Kontakte jetzt auch außerhalb vom Westside, aber die sich mit uns halt auch sympathisieren. Ja, und wir sehen halt in dieser Westside-Sache eine Lebensphilosophie. Zum Teil habe ich auch, kommen gewisse Rapper so mit gewissen Tattoos am Hals auch hier nach Köln geheim, um hier diesen Flair mitzubekommen, weil es da drüben das nicht gibt. Ich meine, ich will jetzt nicht die Stadt drüben schlecht reden. So. Es gibt auch bei weitem auch sehr, sehr gute Jungs drüben, die wir auch selber kennengelernt haben und mit denen wir auch selber in Kontakt sind. Und ich kann sagen, also ich finde, hier diese Seite ist auf jeden Fall besser. Ja, hierzu gehört zum Beispiel La Honda. Wir haben das eigentlich ins Leben gerufen. Dich gefolgt von Echo Fresh, Crazy Canucks, dann Manuelsen, Ruhrpott, Rata. Dann, also alles oder nichts. Und dann, ja, noch andere Rapper, die halt auch hier in Köln sind. Komikate. Ja, wer noch? Ja, noch ein paar Rapper, mit denen muss man natürlich sich noch unterhalten, aber die schon mehr, also eigentlich schon ihre Sympathie dazu geäußert haben, aber natürlich muss man sich nochmal ans Tisch setzen und miteinander reden, damit dieser persönliche Dialog da ist. Alles ist super gelaufen, heißt es so, Launa Nostra hat sich super entwickelt. Wir haben unsere Konzepte so hinstellen können, wie wir uns das gedacht haben vorher. Weißt du, wir haben stundenlang zusammen im Studio gesessen, haben alles zusammen aufgebaut, alles technisch und so. Und alles hat super geklappt. Ich bin also stolz auf uns. Ich bin stolz auf Launa Nostra, auf 38 Records, auf Urge, auf mich. So sieht's aus. Ja, das Album La Honda Nostra, 5.9. im Handel. Also stürmt alle in den Handel und kauft euch die CD. La Honda Nostra, Bero Bass, OG King, La Honda Boys, Westside Baby.